Wir sind heute hier bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye in St. Wendel im Saarland. Ich habe hier angefangen, hier meine ersten Gehversuche im Rallye-Sport unternommen und ja, habe das Glück, jetzt nach mittlerweile 15 Jahren über Europa und die Welt hinaus diesen Sport ausleben zu dürfen. Aber das Saarland sind immer noch meine Wurzeln, das ist meine Heimveranstaltung. Hier sind meine Fans, hier kommen viele meiner Partner her, deswegen ist es bis heute was Besonderes, hier im Saarland zu fahren. Die ersten drei Wertungsprüfungen konnten wir alle gewinnen, führen jetzt mit knapp über 10 Sekunden Vorsprung. Tolle Action und ja, so kann es morgen gerne weitergehen. Ich glaube, der Rallye-Sport insgesamt ist nicht ungefährlich, dem sollte man sich als Fahrer schon bewusst sein. Angst habe ich nicht, eine gesunde Portion Respekt dürfte aber, glaube ich, geboten sein. Es wird alles getan, um die Sicherheit auf einem allergrößtmöglichen Niveau zu halten. Die Rallye-Autos allgemein, wie auch eben mein Skoda, haben beispielsweise eine hochmoderne Sicherheitszelle, die sowohl den Fahrer als auch den Beifahrer vor Unfällen und starken Aufprallen schützt. Beispielsweise haben wir kein ABS, weil wir gar nicht so weit kämen im Fall eines Aufpralls, sondern 6-Punkt-Gurte, die wirklich so straff sind, dass man sich im Sitz im Prinzip gar nicht mehr bewegen kann. Und dann hat das Auto natürlich auch teuerste Komponenten in Sachen Fahrwerk und Bremsen, was für die Sicherheit ja ebenfalls sehr wichtig ist. Leider hatte ich in diesem Jahr schon einen relativ heftigen Unfall, aus dem ich aber komplett fit im Prinzip ausgestiegen bin. Und auch das hat mir Anfang des Jahres wieder gezeigt, wie sicher die Autos wirklich sind. Ja, das Ergebnis war perfekt. Gesamtsieg und Powerstage Sieg noch dazu, also optimale Punkteausbeute. Für uns ein grandioses Wochenende. Hat super Spaß gemacht, vor den vielen Fans hier in der Heimat zu fahren und ja, könnte nicht besser sein.